Hallo alle miteinander und hier ist euer Yoshi Gamer und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outlast. Ja, wir haben uns, oder besser gesagt, wir haben letztes Mal eine Flucht gemacht vor einigen Leuten, die uns umbringen wollten. Dann hat uns ein komischer Doktor gerettet und uns in diesen Rollstuhl hier reingepackt und uns die Finger abgeschnitten. Ja, und wir versuchen jetzt irgendwie hier rauszukommen und vor dem Doktor... Ah, Leute, irgendwie trau ich mich nicht raus. Achso, wir können die aufschieben. Achso, hi. Oh, da kommt er. Leute. I see what's up. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Okay. Wir haben es also hier mit diesem Dr. Traeger zu tun. On me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Okay, er weiß jetzt, dass wir jetzt abgehauen sind. Und wie ihr sehen könnt, an unserer Hand ist unser Finger weg. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Let's solve some problems. Schön noch. Mal sicher gehen, dass er weg ist. Oh, er ist noch da. Ich hab doch gerade gesagt, da kommt doch keiner. Oh, nee, Alter. Warum müssen wir uns jetzt gegen diesen blöden Doktor durchkämpfen müssen, irgendwie? Ich weiß auch nicht. Ich will diesen Doktor nicht hier haben. Der ist hässlich. Und böse, dann ist den Finger abgeschnitten. An beiden Seiten. An der rechten Hand unseren Zeigefinger. Und an der linken Hand unseren... linken Finger. Unseren kleinen Finger, glaube ich, war das. Ah, Leute, der kommt immer zu uns, wenn wir wirklich nicht dran... Oh nein, der schaut doch nicht hier unter. Der schaut doch nicht hier unter. Leute, guckt doch nicht hier unter, oder? Nope. Nein, geh weg. Geh weg. Du bist böse, Doktor. Ich sehe nicht mehr. Soll aber noch da zu sein. Wir müssen durch die Tür links. Wenn er nicht immer zurücklaufen würde, was machen wir jetzt noch hier? Okay, er geht also hinten hin und in dem Moment können wir, wenn er ganz hinten ist, dann werden wir da durch die Tür gehen links, die man hier jetzt links sehen kann, und werden uns aus dem Staub machen. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Okay. Okay, wir schleichen jetzt mal ein Bett weiter. Auch wenn ich nicht weiß, wie wir es tun sollen. Ich glaube, sie guckt unter den Betten nach. Oh Gott, Leute. Hey, nobody likes a quitter. Können wir da rechts über die Betten hinein?
Schnell, schnell, runter. Oh, er hat es geschafft. Muss hier irgendwie raus. Ohne dass der Arsch uns kriegt mit seiner blöden Schere. Solange er nicht jetzt hier unter unserem Bett guckt. Sind wir sicher. Wenn er gleich nochmal da hinten hingeht, dann rennen wir da durch die Tür. Und schließen die Türen und hauen ab. Und weg. Oh mein Gott, Leute. Er hat uns. Nein. Oh nein, ich habe eine böse Vorahnung. Haben wir abgehängt? Ach, da müssen wir lang. Kommt da? Schnell, 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 hoch da. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Wir können die Kamera anmachen und gehen durch den Schacht. Kommen wir aber hier raus. Gucken wir uns mal kurz um hier. Okay. Hier ist auch nichts. Das können wir auch nicht zur Seite schieben, ne? Doch, können wir. Durch. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Schließen die Tür aber mal. Ah. Ah, Leute. Der ist hier. Ah. Leute. Gehen wir hier runter. Zum nächsten Bett. Immer so weiter. Wir werden uns Bett für Bett vornehmen. Kann sein, dass ich etwas konzentriert bin. Denn ich hab. Oder lief er eben. Habt ihr gesehen? Ich bin konzentriert. Ich habe Angst, der erwischt uns und dann sind wir tot. Warte, da ist eine Tür. Ob die auf ist? Ich renne mal kurz im anderen Bett und gehe dann mal schnell unter das Bett. Zack. So. Sollten wir eigentlich in die Tür rechts. Wenn er jetzt nicht reinkommt. Oh, er läuft dran vorbei. Das ist sehr schön. So viel Krach machen wir. Auch nichts. Auch nichts. Ist noch nichts. Und da. Okay, Leute. Anspannung pur. Den gehört? Und unter. Das scheint noch nicht da zu sein. Oh, da, da kann der Liefer. Und wir gehen zum nächsten Bett unter. Und zack. So, nächstes Bett. Scheint noch nicht da zu sein. Dann gehen wir über das Bett hier. Das da hinten Raum. Ich glaube, da können wir rein. Dann müssen wir mal vorbeigucken. Gehen wir so unter. Schnell. Oh nein, ich wollte da gar nicht raus. Ach, der lebt noch. Okay. Überall Patienten sehe ich. Scheint irgendwie ein Raum voller Patienten zu sein. Frage ist, wo müssen wir jetzt lang? Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people.
Oh nein, oh nein, oh nein, geh weg. Bitte nicht hier runter gucken. Nicht mit dem Bett gucken, bitte nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du mit deiner scharfen Schere. Ah, der kommt, guckt zu den Betten. Okay. Meint ihr, es bringt vielleicht was, wenn wir irgendwie die Tür vielleicht hinter ihm zu machen? Ich sehe ihn gerade nicht. Ja, ich sollte seine Füße zuerst. Amateur Move. Okay. Ich habe eine Idee. Ich will locken ihn einfach da durch die Tür hinten und dann ist gut. Okay. Ja, da kommt er. Und schnell, 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 schnell. Nein! Und dann durch, 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 schnell. Los, durch, 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 durch. Du bist zu. Schnell. Schnell, 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 schnell. Ah, oh, das müssen wir wegschieben. Nein! Schnell! Schieb, Junge! Schieb! Schieb! Mach die Tür auf! Und lauf! Halt die Fresse! Sei leise! Sei leise! Verrat uns doch nicht, Junge. Wir sind doch auf der Flucht. Ich hab Schiss, Leute. Let me sell you the dream. No, no. Geh da hoch, Junge. Wir haben's geschafft. Wir haben überlebt. Das war knapp, Leute. Jetzt gehen wir durch diesen dämlichen Schacht und landen hier. Hä, wo sind wir? Was? Was? Sind wir doch woanders? Nein, das war falsch. Von da David Annapurna, Pona, an Heosos US Murkoff Corporation, Lou. Betreff Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig. Habe aber noch nie ein derartigen Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Okay. Was sind wir denn hier? Hallo? Wir haben Schlüssel. Oh, oh Leute! Oh, oh! Spring rüber! Was machst du? Mama mia! Schnell runter! Ich sehe ihn. Ich glaube, er ist vor der Tür. Ja, er ist vor der Tür. Oh, oh Leute, habe ich mich gerade erschrocken. Nein, ich will nicht mehr. Gott. Ich hasse sowas. Hat er die Tür kaputt gemacht? Sonst hätte ich gesagt, machen wir die wieder zu. Der Arsch guckte unter dem Bett. Ach, der darf das nicht. Der darf das nicht. Der ist ganz böse. Nein. Nein! Wasser! Ah, er hat uns. Okay.
Aua, 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 aua. Nein, geh weg, geh weg. Oh, lass uns in Ruhe. Ja, jetzt wird kaputt gemacht. Oh, jetzt müssen wir weiter. Irgendwo durch müssen wir. Zack. Da können wir nicht. Okay. Lauf. Oh, jetzt sind wir hier. Was zum Teufel? Spring hoch. Ah, jetzt sind wir wieder hier, Leute. Ups. So. Okay, da kommen wir uns her. Jetzt müssen wir nur noch in den Aufzug. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo der war. Leute, wo war nochmal der Aufzug? Oh, da kommt er schon wieder. Aha, da kommt er schon wieder. Ah nein, geh doch weg und lass uns doch mal in Frieden. Wir wollen doch nur zum Aufzug und dann wieder weg. Warte, Moment mal, war es das nicht gerade eben? Mussten wir da nicht wieder lang? Zum Aufzug? Ich hoffe nicht, dass er hier wieder unter Bett guckt. Ich habe mir schon vorhin gedacht, als vor unserem Bett hier stand, dass er hier auch gleich wieder unterguckt. Nein, du Lederarsch. Du hast voll den Lederarsch. Geh weg. Wir wollen dir nicht in den Arsch schlatzen. Hau ab. Geh uns nicht auf die Nerven. Und gib uns unsere Finger wieder. Gib mir meine Finger. Vor allem meinen Zeigefinger. Sonst kann ich nicht auf Leute zeigen wie dich. Hey, bitte. Und weg. Ha, eingesperrt. Arschgeige. Hör zu. Ja, jetzt müssen wir überlegen, Leute. Wo müssen wir nochmal lang? Ach, scheiße, Leute. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Scheiße, das habe ich nicht ausgesperrt. Das habe ich missgebaut, oder? Okay, Leute. Mal ganz kurz überlegen. Wo war nochmal der Aufzug? Wir sind ja... Ah, Mann. So ein Mist. Oh, oh, ich glaube, ich habe das Gefühl... Nee, da hat sich bewegt. Okay. Achso, ja, ja. Ich glaube, ich weiß wieder. Ich glaube, ich weiß wieder, wo wir hin müssen. Wir haben ja hinten den Hintergang aufgemacht, aufgeschoben. Da konnten wir ja durch. Durch das Eisengitter wieder zurück, dahin, wo der Aufzug war. Da müssen wir jetzt hin. Wir müssen aufpassen, dass uns der blöde Onkel Doktor nicht erwischt. Immer vorsichtig, einen Schritt nach dem anderen. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es, Leute. Oh ja, wir haben es geschafft. Nein, nein, geh weg! Du Arschgeige! Hau ab! Oh, 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 oh. Das nehmen wir jetzt mal schön auf. Schritt 1, drücken. Wie kommen wir jetzt hier? Achso. Ja. Der hat voll den Lederarsch. Irgendwie. Voll den komischen Arsch hat er. Ja.
Puh, Leute. Können wir denn hier mal rein? Wollte ich gerade sagen. Ja, ich würde sagen, das war erstmal genug Trubel für einen Part. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Und ich würde mich über Likes freuen und natürlich über Kommentare. Also daher, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao, ciao. Yoshi!